Nice. Nein, ich hole das Flugzeug. In Anführungsstrichen. Namen damit gemacht. Oh, ich habe zumindest damit angefangen, mir einen Namen zu machen. Ich habe auch nicht das Interesse, jetzt sofort das Game zu wechseln, aber letztes Jahr war hart. Pi, vielen, vielen Dank für deinen Follow, Digi. Letztes Jahr mit Modern Warfare war hart, weil ich zum Skill-Based Matchmaking das Game auch einfach schlecht fand. Dazu kam jetzt dieses Jahr, wo ich mich auf Cold War gefreut habe, weil es ein Treyarch-Titel ist, der, ich weiß nicht, warum ich das Gefühl habe, rein vom Gefühl ist das Skill-Based Matchmaking dieses Mal strikter als sonst. Ist nur mein Gefühl. Kann jeder so sehen, wie er möchte. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ja Modern Warfare einfach nur in der Beta gezockt habe. Ein, zwei Tage und dann habe ich es gelassen. Vielleicht habe ich deswegen jetzt einfach das Gefühl, weil ich einfach viel mehr Cold War spiele. Oh mein Gott. Aber ich habe das Gefühl, dass Skill-Based Matchmaking von wie strikt es ist, nochmal angezogen wurde. Es gibt auch, wenn du mal eine entspannte Lobby hast, ist das in der Regel, wenn du anfängst zu zocken am Tag. In der Regel ist das, wenn du anfängst zu zocken. Wenn das Skill-Based Matchmaking noch nicht so greift. Aber nach ein, zwei Runden. Halleluja. Ich liebe COD auch. Hab einfach keinen Bock, jede Runde gegen Schwitzer zu spielen. Guck mal, Luki hat das gemacht, was ich letztes Jahr mit Modern Warfare gemacht habe. Ich habe einfach gesagt, wisst ihr was, Leute? Ich habe auch keinen Bock, Fake-Content zu machen. Also so zu tun, als wenn mir das Spiel gefallen würde. Und ich weiß, dass viele Content-Creator einzelne Videos über Modern Warfare gemacht haben und die haben einfach so getan, als wenn es ihnen Spaß macht, obwohl sie sonst einfach gar nicht gespielt haben. So, und da hatte ich keinen Bock drauf. Ich habe mir gedacht, entweder mache ich es ganz. Oder ich mache es gar nicht. Ich habe mich dafür entschieden, ich mache es dann ganz. Ich mach's dann gar nicht. Und damit konnte ich leben. Das war ein Jahr eigentlich. Ich habe ja, also netto, ich glaube, 6 Monate kein einziges Video hochgeladen. Weil ich es einfach nicht eingesehen habe. Und ich finde, entweder man ist dann konsequent und zieht das durch. Oder man ist nicht konsequent und tut einfach so. Und für mich war es wichtiger, einfach ehrlich zu sein. Das hier ist ein Treyarch-Game und ich habe ja schon ein, zwei Runden Reverse-Boosted. Und von den Lobbys her ist das ja absolut Baba. Wenn ihr Reverse-Boostete Lobbys habt, ich schwöre euch, ihr hättet nicht für möglich gehalten, wie sehr das Game Spaß machen kann. Aber es ist mir A zu anstrengend und zum anderen ist es für mich immer so ein bisschen Gameplay-Faken in Anführungsstrichen. Ich kann mich nicht dahinstellen und behaupten, ich bin ein super Spieler, wenn ich die ganze Zeit in reverse-boosteten Lobbys gegen Leute spiele, die nicht alle sind geistig behindert, die in einer schlechten Lobby sind, aber ihr wisst, was ich meine. Gegen schlechte Leute, die ganz dauernd spielen. Das, wie soll ich das erklären? Nimmt mich ja keiner mehr ernst. Digga, was geht hier jetzt? Nice. Nein, ich hole das Flugzeug. Scheiße. Digga, das Flugzeug wollte ich hier aber gerade gar nicht holen, Leute. 3 Stück habe ich noch. Digga, wir gehen jetzt hier in der nicht reverse bootsten Lobby auf Nuke, Leute. Hä, macht das Flugzeug jetzt allein Kills oder was?
Es macht Alleinkills. Wie krass ist das denn? 17. Digga, wenn wir hier eine. Wenn wir hier eine Nuke machen. John Rambo, mein Bester. Vielen, vielen Dank für dein Follow. 31,5, Alter. Wo hat er denn gecampt? Steht im Streamplan nicht auch Black Ops 4 heute? Ich weiß gar nicht, ob ich den Streamplan schon aktualisiert habe. Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache, die ich jetzt gleich mal machen sollte. Also, Skill-Based Matchmaking besser balancen ist ja das, was ich sage. Gebt uns einen besseren Ping. Das Spielerlebnis mit einem guten Ping ist 100-mal besser als mit einem schlechten Ping. Und dann kann man auch besser damit leben, wenn man eben in solche Lobbys kommt, die anstrengend sind. Ich weiß nicht, ob es so clever... Nein, ist nicht. So, danke. Unnachgiebig. Digga, ich mach doch jetzt nicht in der Lobby hier den Nuke, oder? Das mache ich doch nicht. Ah, da oben ist einer. Und ab in den Gegner spawnen. Oho. Digga, ich... Hinter uns. Was war denn das? Digga, hier stehst du aber scheiße. Hier stehe ich aber scheiße. 24. Was? Hinter uns. Hat er getötet? Nice. Digga, jetzt habe ich ein bisschen Panik. Da ist der Hater. Oh Gott, da ist der ganze Spawn von denen, Alter. Kommt, Leute. 28. 29. 29. 29. Yes, baby! Leute, Nuke-Emote in den Chat, bitte. Digga. Also, Leute, wer fickt wen? Skill-based Matchmaking, mich oder andersrum? Ich lese all eure Sachen gleich durch.
You spin my head right round, if you go down, down. You spin my head right round. Hab ich einen Ständer gerade, Alter. Ich hab so einen Ständer, Mann. Digga, das ist das Heftige, ne? In diesen verkackten Skill-Based Matchmaking-Lobbys. Da eine Nuke reißen, es fühlt sich an wie in Black Ops 3 18 Nukes oder sowas. Digga, komm her. Absolut die schlechteste Map für diesen Kampfflieger hier. So, flieg mal wieder weiter.